Das ist ja fast schon nett. Ich muss aber allerdings zugeben, ich würde lieber Eri den Punkt Konstitution geben. Ich habe so das Gefühl, derjenige, der mit der Maschine werkelt, der kriegt den Punkt. Also das war langer roter Kreis. Okay, also Eri. Ich helfe, wo immer ich kann. Langer Hebel, roter Regler, Kreis. Ja, Erwin hat einen Konstitutionspunkt gewonnen. Das gibt dir vielleicht nachträglich ein bisschen mehr Leben beim nächsten Level Up. Also, soweit ich weiß, kommt das immer nur im Was nächsten kann ich Level tun? ab, so nach Ich und werde nach es hinein. tun. So, das war die Schriftrolle. Nehmen wir mal die nächste. Worte für den Weisen. Kreis, Quadrat, Dreieck. Das heißt, man muss die drei drücken. Okay. Das klingt nach einem Weisheitspunkt. Ich warte. Die Diener schon erledigt. Ja, hier, drück mal. Kreis, Quadrat, Dreieck. Plötzlich entwickelt ein tiefes Verständnis. Ah ja, hier hat einen Punkt Weisheit gewonnen. Können wir das eigentlich wiederholen? Kreis, Quadrat, Dreieck. Die Maschine ist ein Effekt. Au, Flammen. Au. Sehr viel Schaden. Okay, es geht nur einmal. Danach gibt's Chaos. Ja? Und ja, ich könnte mal kurz spicken. Also sie hat jetzt 74. Wie hatte sie bei dem Autosave? Auch 74, okay. Dann kriegt sie das wahrscheinlich wirklich im Nachhinein. Also Kreisquadratik einmal benutzen und dann war's das. Aber nicht mit Aerie, sondern Schneller mit als der die Diener Hira. schon erledigt. Kreis, Quadrat, Dreieck. Jo. Kriege ich dadurch wenigstens. Oh ja, ich kriege tatsächlich mehr Zauberslots. Die sind nicht unbedingt notwendig gewesen, aber die anderen sind gar nicht mal so schlecht. Oder das war nach dem Lebenskraftverlust, habe ich vergessen, ihr das alles wieder zu geben. Archontenschild. Natürliche Schönheit, ja. Nee. Die war ja bald Sommer, nehmen wir mal den Feuersturm. Da soll ich aber mal gucken, wie es bei den anderen Charakteren so aussieht. Da sieht alles normal aus. Okay. Ich war aber gerne. Ja, Zierbursche haben wir und Weisheit haben wir auch. Was ist das nächste? Keine Magie. Lang, blau, grün. Zurück, Magie zurück. Lang, blau, grün. Okay, was macht lang, Keine blau, große grün? Herausforderung. Langer Hebel. Grüner Regler. Blauer Regler. Das war die falsche Reihenfolge. Kalista hat dauerhafte Magieresistenz gewonnen. Okay. Das nehme ich gerne auch.
AG-Schaden 50%, aber. Oh. Wir sind Was haben wir als nächstes? Helden, ihr, Bo und ich, Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt, frohlocket! Kurz, mittleres Quadrat macht große Muskeln. Kurz und mittleres Quadrat macht große Muskeln. Ich kenne da jemanden, der ein bisschen mehr Stärke gebrauchen könnte. Ja. Weil wenn ich es mir sonst so ansehe, sind alle anderen relativ stark. Ja, ich will, dass immerhin mal ein bisschen weniger überladen ist. Kurz, Mittel und Quadrat, ja. Kurz, Mittel, Quadrat. Ja, hat einen Stärkepunkt gewonnen. Jetzt kann sie wenigstens 70 LBS tragen. Das war Stärke. Nächstes. Hübsche Leute sind kurz, rot und grün. Klingt nach Charisma. Mehr Charisma für Talisa. Also hübsche Leute sind kurz, rot und grün. Okay. Kurz, rot und grün. Ja. Ein Punkt Charisma. Jo. Letztes. Clever, clever, du langer Kreis, du blauer. Clever, clever klingt nach Intelligenz. Genau, ich gebe Minz Intelligenz. Nein. Kedon braucht auch keine. Ich gebe Airy die Intelligenz. Ich werde es tun. Kreis. Lang, 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 Kreis blau. Okay. Lang. Kreis blau. Jo, ein Intelligenzpunkt. Sollte mir auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit gegeben haben, mehr Zauber zu lernen. Weil bis jetzt konnte ich ja nur 10 pro Stufe lernen. Teilweise. Oh ja. Ja, was immer ihr wollt. Damit ist die Maschine jetzt recht nutzlos für uns. Und wir können ins nächste Stockwerk weiter. Yay. Und ich habe schon gedacht, die Schriftrollen haben mit was anderem was zu tun. Ich würde immer noch gern wissen, was ich mit den beiden Herzen anfangen muss. Muss ich mal in die Gegenstandsschmiede wieder glotzen. Wenn ihr es wollt. So, nächste Etage. Was erwartet uns da? Nichts, weil das hier der Ausgang war. Wenn es das ist, was ihr wollt. Das heißt, wir kommen jetzt auf die letzte Ebene. Yay. Oh, ein Symbol Helms. Zur Maschine von Lum, dem Verrückten. Euer Wunsch ist mein Begehr. Sehen wir uns erstmal hier in dem Raum um. Entdecken den Teleporter nach draußen.
Ja. Zum letzten Siegel. Hm. Zum Dach des Tempels. Eingang zur wahrenden Festung. Wir sind also schon relativ weit unten, weil wir die vorletzte Tür offen haben. Keine große Herausforderung. Das heißt, wir werden mal sehen. Was mir dabei übrigens so auffällt, es gab bei Lum dem Verrückten kein Portal nach oben. Nun gut. Hier schon. Okay, hier scheint es mehrere Türen zu geben. Jedenfalls ist da eine Tür und da ist die zweite Tür. Was mir allerdings gerade so auffällt, ist, es gibt kein Portal mehr zurück. Kein Portal mehr weiter, so. Zurück gibt's eins. Dieses Mal komischerweise, aber keins weiter. Das Symbol Helms, das hier in den Boden eingelassen ist, scheint so eine Art Siegel zu sein, das wohl entweder Zutritt oder Flucht unmöglich machen soll. Rund um das Symbol stehen drei große Podeste, in denen sich Schlüssellöcher befinden. In dem Podest neben dem Siegel befindet sich ein großes Schlüsselloch. Was ist mit der Maschine? Dieses Rad öffnet das letzte Siegel. Es kann jedoch erst gedreht werden, wenn ihr alle drei Schlüssel gefunden habt. Okay. Ich sehe drei Türen. Wir sind alle Helden. Ich nehme mal an, hinter jeder Tür befindet sich ein. Befinden sich mutierte Spinnen. Okay. Was eigentlich? Wir haben Gift neutralisieren. Ja, keine große Herausforderung. Die Kugelmaschine. Hm. Okay. Ich guck mich erstmal um, bevor ich hier irgendwas andatsche. Humpty Dumpty. Ich helfe, wie immer ich kann. Ja, Humpty Dumpty war okay, das okay. Riesige Ei. Ihr habt es so gewollt. Okay. Vita Mortis. Ich bin bereit. Vita Mortis. Vita Mortis. Der Geisteraltar, okay. Ich war, was immer ihr wünscht. Gut, wir haben jetzt einen Geisteraltar und wir haben eine Kugelmaschine. Emit Geist. Sagt gegrüßt, meine Fürstin. Hab keine Angst. Ich
Ich weiß von eurer Mission. Ihr sucht den Weg zum Eingekerkerten, aber hütet euch, denn der Weg vor euch ist schwierig und die Gefahr groß. Der Eingekerkerte, von wem redet ihr? Das klingt ziemlich ominös. Wehrt euch, finsterer Geist. Ich werde euch in die finstere Loch zurückschicken, als ihr mir entspannt seid. Wer seid ihr und was macht ihr hier? Ich bin der Hüter des Schlüssels. Ich bin der, den man zurückgelassen hat. Meine Pflicht verlangt von mir, hier zu bleiben und über einen der Schlüssel zum letzten Siegel zu wachen. Warum habe ich nur das nagende Gefühl, dass das Pflichtgefühl dieses Geistes alles nur noch komplizierter für uns macht, Talisa? Euer Herz, euer Verstand und euer Geist müssen würdig sein, bevor das letzte Siegel eröffnet wird. Meine ehrwürdige Aufgabe besteht darin, die Ausdauer, den Mut und die Weisheit eures Herzens auf die Probe zu stellen.